Ah, willkommen zurück bei Brave Frontier. Das ist immer so ist, wenn man diese da unbedingt haben möchte. Probiert man es nochmal. Genau das tun wir jetzt auch. Und ja, das. Ja. Was soll ich dazu jetzt noch großartig sagen? Direkt auf 5 Sterne, Fürst. Gleich beim ersten Zug. Sicherheitsgurt ist wäre nicht schlecht für Frontier Hunter. Aber ja, verdammt kurze Folge. Gucken wir mal, ob wir sie noch ausbauen können gleich. Ja, die lagen da zwar eigentlich für Blink rum, die ganzen Dinger, aber naja. So sind sie natürlich besser verwendet. Gut, was heißt besser verwendet? Man braucht, wenn dann beide, um damit die richtig effektiv werden. Ja, man kann ja auch hier runterziehen. Ist ja nicht Bloodline, wo das nicht funktioniert. Müsste quasi ausreichen für die neuen Level. Oder eben auch nicht. Nehmen wir noch einen. Ah, haben sogar alles da. Wunderbar. Da wäre ich endlich mal ein paar Spiegel los. Die ihre dann für Blink. Dann brauche ich noch eine Anima. Was? Ja, entwickeln. Richtig. Das war völlig aus dem Konzept. So. Boah, immer sie das Gummiboot auf einmal herholt. Ach, wir werden es mal probieren. Für Sicherheitsgurt-Fuzzi hier.
Rot. Da, fuck. Ja, okay. Also gut, das Orakel ist jetzt allerdings nicht so gut. Und das ist, ja. Wenigstens Anime. Weiß gar nicht, warum ich die Taste weiter drücke. Noch eine She-Ra? Nee, ist es doch jetzt nicht. Richtig. Den da vielleicht in was anderes als Orakel. Könnte man zwar auch per Schemenfrosch machen, aber. Naja. Ja. Hier müsste vor Ehrenbeschwörung stehen. Das wäre super genial. Was ist das? Aisha. Glaube ich nicht sonderlich gut. Okay, warum nicht? Ein Kuda. Jetzt fängt es aber auch wieder an hier. Kommt wieder so ein Haufen Graben. Aber macht ja nichts. Das Wichtigste haben wir ja schon. In dem Jahr ist es quasi völlig Banane, was hier noch so kommt. Rogan. Haben wir schon auf 6 Sterne mit SBB10. Allerdings habe ich ihn noch nie eingesetzt. Die haben wir jetzt schon auf 6 Sterne. Wäre das jetzt ein Anima gewesen, wäre das ziemlich scheiße gekommen. Aber so richtig. Eine Elsa. Wächter. Könnte man jetzt dann quasi ein Arena-Team aus Bell Knights und Elsas machen? Zweimal Elsa, dreimal Cell Knight. Das wäre bestimmt recht witzig. Ja, die kommt definitiv auch noch. Sollte die 7 Sterne bekommen, kann man die zweimal definitiv brauchen. Spätestens dann bei Dingsens hier. Ja, nicht Chronicles, das andere. Grand Quest, genau. Hatten wir noch. Hier funkelt noch jede Menge neu rum. Er kann weg. Weg. Ach so, Sicherheitsgurt. Schon gefragt, was das ist. Der kann nicht weg, aber der braucht einen Schemenfrosch. Unbedingt. Ah, hier hat es natürlich auch seinen Vorteil. Da kann man der hier mit einem Schemenfrosch rumspielen, während die im Einsatz ist. Alles so seine Vor- und Nachteile. Zweite She-Ra brauchen wir eigentlich nicht. Die bestandene Form von ihr kommt so spät und außerdem haben wir noch andere Mitigator. Überhaupt kein Thema. Den hatte ich warum auch immer weggefeuert.
Sagen wir neu und auch noch einen besseren Typ. Bleibt definitiv. Den Kollegen hier hatte ich auch weggefeuert. Warum das denn? Oh ja, jetzt ist er wieder da. Wir können noch einmal. Ja. Okay, es ist zwar 5 Sterne, aber sehr uninteressant. Aber immerhin was Neues. Oder? Warum haben wir noch ein bisschen Sonderkram? Ist neu. Dann darf sie auch bleiben. Bringt jetzt leider nur 2100. Aber ich sehe gerade, wir haben wieder 5 Millionen Karma. Würden hier nicht eigentlich auch wie heißen die dort gleich auf Deutsch, die Feuerstoßkaiser oder sowas drin sein? Ja, es wäre ein Frosch. Moment, 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 Moment. Das ist die falsche. Das ist die richtige. Eieiei, fast den Sphärenfrosch noch in die kleine 4 Sterne gejagt. Okay, also hübscherer Trident gesichert. Sicherheitsgott-Typchen haben wir auch. Auch nur dringend eine Typwechsel. Unser neuer Leader ist auch da. Dann kann sich Eve nämlich quasi schon wieder verpieseln und wir haben ja Sphärenfrosch gewastet auf sie, aber was soll's. Gut, dann gucken wir noch mal ins mittlere Ding. Also wer nur Beschwörung und sowas sehen wollte, kann jetzt abschalten. Das sage ich jetzt schon. Oft genug auf Autobattle gemacht, also sollte das jetzt natürlich auch funktionieren. Ach so. Gerade so auf und ein. Iru habe ich mittlerweile auf 6 Sterne und ausgebaut. Naja, braucht noch ein bisschen SBB-Level. Aber er ist schon mal da und bereit für einen Einsatz. Jetzt muss natürlich Gasolina noch ausgebaut werden. Und Gasolina dann ausgebaut ist. Dann kann man endlich den Trial Nummer 4 nochmal ein bisschen öfter begutachten. Oder im Idealfall natürlich schaffen. Yeah.
jede Menge Zeug wieder. Das Gute ist, dass die alle für BB genommen werden können. Zumindest bei Eero funktioniert das ganz gut. Ah, war nicht dabei. Oh, naja, sind ja noch ein paar Tage Zeit, um sie zu fangen. Funktionieren die auch bei ihr für BB oder? Ah, gehen auch bei ihr, wunderbar. Ja, leider kein BB-Level bekommen. Machen wir noch schnell die Arena-Kugeln leer. Und dann gibt es auch nichts mehr, was wir noch machen können. Aber wenn man sich das mal überlegt, das waren jetzt auch wieder 11 Summons. Und es waren 2 von den erhöhten Raten dazu. Nimmt man die anderen 9 Summons dazu, sind das 20 Summons und es sind nur 2 Einheiten der erhöhten Raten gekommen. Also, ja, würde definitiv dabei bleiben.
dass das die schlechtesten Raten sind, die ich jemals erlebt habe. Weiß ja mittlerweile, dass bei euch oder bei einigen von euch auf jeden Fall bessere Raten dabei waren. Aber für mich bleibt es weiterhin bei der Note 6. Obwohl, ich habe Gasolina bekommen. Mach mal eine 5 draus. Ach nee, Quatsch, waren 3 dabei. Na, dann macht man eine 4 draus. 3 von 20 ist trotzdem noch ziemlich gering. Wenn man sich da andere Summons anguckt, wo ich bei 6 Summons 4 Einheiten mit erhöhten Raten dabei hatte, zum Beispiel. Ja. Gut, dann. Punkte hatten wir ja keine mehr großartig, dass wir noch irgendwas holen könnten. Da, ein Wassertyp. Und dann Quest machen, wenn die Energie da ist. Ansonsten würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.